Welche kreativen Sachen habt ihr bereits gekocht? Also wir haben zum Beispiel Pesto selber gemacht oder Füllungen für Wraps selber gemacht und heute machen wir unter anderem Pflaumenmuffins. Und welche Gerichte haben dir am besten gefallen? Am besten hat mir der Nacho-Salat gefallen bei den Wraps. Also das war eine Füllung davon und das Pesto, was die Mitschüler selber gemacht haben. Was gefällt dir besonders an der Sprache Französisch? An der Sprache Französisch einfach, weil es eine komplett andere Sprache ist und man kann nie genug von Sprachen lernen generell. Und es ist einfach eine tolle Sprache. Sie ist zwar jetzt nicht besonders leicht, aber auch nicht sonderlich schwer, finde ich. Was habt ihr bereits gelernt? Wir haben die Zukunftsform, die Vergangenheitsform gelernt, generell die Anfängersachen wie jetzt, die Form von être, die Verben und die Endungen. Was macht ihr in einer typischen Stunde? Also erstmal kommen wir rein und bauen dann das ganze Musikequipment auf und dann werden erstmal die einzelnen Musikinstrumente gestimmt und dann beginnen wir die Stücke, die wir gerade im Moment proben. Spielt ihr mehrere Stücke? Ja, wir spielen im Moment zum Beispiel Prayer in C oder Hold the Line von Toto. Da können wir vorher immer Musikwünsche abgeben, die wir gerne spielen möchten und dann wird abgestimmt. An was für Projekten arbeitet ihr? In diesem Kunststiftkurs gestalten wir die Schule mit selbstgemalten und gebastelten Leinwänden. Wir arbeiten hier auch in kleinen Gruppen zusammen an unterschiedlichen Projekten. Jeder kann hier für sich alleine etwas entscheiden, was er machen möchte. Wir kriegen hier auch die super Materialien zur Verfügung gestellt. Ja, eben wie Leinwände oder Acrylfarbe oder Wassermalfarbe. Welche Tanzstile lernt ihr hier? Wir lernen viele, also von Standard und Latein über bis zu Latin Dance. Ist dabei Cha-Cha-Cha, Walzer, Wiener Walzer, Blues und vieles mehr. Tretet ihr auch auf mit eurer Gruppe? Ja, ein Teil tritt beim Bacchaball auf und sonst eventuell bei dem Sommerfest von der Hildegard-Schule. Was designt ihr so? Ja, wir haben vor kurzem das Deckblatt der Schülerzeitung entworfen, sitzen gerade dabei, einen Kalender zu gestalten mit eigenen Fotos. Und dann haben wir noch für eine Tanzschule das Logo entworfen. Was macht ihr in eurem DIF-Kurs? Ja, also wir machen das Cambridge-Zertifikat, zumindest können wir es machen, wenn wir wollen. Und was habt ihr bereits gelernt? Ja, also wir lernen die englische Sprache an sich eigentlich und auch die Rechtschreibung und wie man so Verben in Nomen umwandelt und auch andersrum. Wie läuft eine typische Stunde ab? Also bei einer typischen Stunde können wir uns am Anfang und am Ende die Lieder selber aussuchen und sonst üben wir halt für Auftritte wie zum Beispiel an Bacchaball. Sollte man nicht auch die Aussagen wichtiger Politiker anzweifeln dürfen? Und sollte man sich nicht auch persönlich dafür einsetzen, stets dem Frieden zu dienen? Es ist Ihre Entscheidung. Wieso hast du diesen DIF-Kurs ausgewählt? Weil ich sehr gerne diskutiere und auch debattiere und weil ich da auch großen Spaß bei habe, mich mit anderen Leuten auseinanderzusetzen, mit deren Meinungen. In dem Sporthelferkurs erwartet uns, dass wir versuchen, Kinder anzuleiten und die dafür zu gewinnen, Sport zu treiben. Das Ziel des DIF-Kurses ist halt, dass wir später eine Lizenz erhalten. Das heißt, dass wir später in Vereinen oder auf Schulhöfen mit Kindern zusammen Sport machen können und ein paar kleine Aufgaben als Unterstützung übernehmen dürfen. Was gefällt dir besonders an der Sprache? Also Spanisch ist für mich eine schöne Sprache, weil das sehr international ist. Man spricht es ja nicht nur in Spanien, sondern auch weltweit sozusagen. Ist hinter den in der Weltsprache Englisch einer der beliebtesten Sprachen der Welt. Und ich finde, das klingt sehr schön. Deswegen spreche ich auch sehr gerne Spanisch. Was macht diesen DIF-Kurs aus? Wir typischen Kochen orientieren wir uns an den Rezepten von Hildegard von Bingen und kochen demnach auch viel mit Kräutern. Was habt ihr bereits gekocht? Also wir machen Gerichte, also mit Vorspeise, Hauptgericht und Nachspeise und meistens dann auch noch so ein Snack für nachmittags. Also mittlerweile haben wir Gemüsetöpfe oder Nudelauflauf. Also warum hast du den DIF-Kurs Russisch gewählt? Weil ich gut im Sprachenlernen bin
und ich mehrere Russen kenne. Und ja, das hilft einem einfach, wenn man mehrere Sprachen kann. Und was macht ihr im Unterricht? Ja, also der Unterricht ist einmal aufgeteilt. Einmal gibt es die Anfänger und dann diejenigen, die im fortgeschrittenen Kurs sind. Und die im Anfängerkurs, die lernen dann halt mehr so die Grundlagen. Einen Diff-Kurs gewählt. Um Fußball zu spielen, weil ich das auch so sonst spiele. Und da kann man es ja auch noch spielen. Mit anderen Leuten mal zusammen so. Was macht diesen Diff-Kurs aus? Ja, das Spielen mit anderen Leuten. Also jetzt neben Verein dann andere Leute kennenzulernen, die Schüler besser kennenzulernen. Ja. Ich habe gewählt als Diff-Kurs, weil ich mir darunter oder weil ich mir erhofft habe, viel über Gesundheit, Sport und Entspannung zu lernen. Und was findest du da gut dran? Ja, ich finde, glaube ich, ganz gut, dass wir halt auch nicht nur theoretische Sachen machen, sondern auch praktische Sachen. Zum Beispiel mit Traumreisen haben wir angefangen und dass wir dann auch mal kochen werden und ins Fitnessstudio oder sowas gehen. Das ist nicht da drauf. Warum hast du den Diff-Kurs gewählt? Weil ich gerne Sport mache und weil man dort richtig coole Dinge machen kann. Und was macht ihr in dem Diff-Kurs? Also wir haben jetzt bis jetzt schon Frisbee gespielt, Ultimate Frisbee, dann haben wir ein Parcours aufgebaut und so ein bisschen so Street Jumping und sowas gemacht. Und jetzt, ja, wir waren schon in der Kletterhalle und wir machen halt die aktuellen Trendsportarten, also die halt so im Moment so in sind. Was stellt ihr her? Wir machen Pralinen, wir haben auch schon ganz zu Anfang haben wir Oreo-Eis gemacht mit der Eismaschine. Wir haben Cupcakes gemacht, Muffins gemacht. Was macht euch am meisten Spaß? Also mir persönlich macht am meisten Spaß, dass wir halt so eine abwechslungsreiche Geschichte da drin haben. Also das heißt, die eine Gruppe macht das, die andere Gruppe macht das. Wir haben halt, ich glaube, jeden Dienstag haben wir 6 verschiedene Sachen, die wir halt dann auch alle danach zusammen probieren und auch mitnehmen können. Also es ist echt, also das finde ich am besten, dass wir immer was anderes haben und eine Vielfalt der anderen Sachen. Warum hast du den Diff-Kurs-Video gewählt? Ich habe den Diff-Kurs gewählt, weil ich schon seitdem ich klein bin in Technik interessiert bin und ich schon mal Spaß am Videofilm hatte und ich jetzt super finde, dass das Angebot hier stattfindet. Okay, und was macht ihr in dem Diff-Kurs? Wir arbeiten in verschiedenen Gruppen, die haben teils mit der Schule zu tun oder man kann auch eigene Ideen in den Diff-Kurs mit reinbringen.